wie Gott unsere Schwächen einsetzen kann. Vor einigen Jahren bekam ich einen bekannten Redner zu hören, der zu den Leitern einer bestimmten christlichen Vereinigung sprechen sollte. Auch ich war gespannt auf die Predigt. Es verlief aber ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Der Redner hatte nämlich ein großes Manko. Er konnte keinen einzigen Satz herausbringen, ohne zu stottern. Ehrlich gesagt, es war mir fast peinlich, ihm zuzuhören. Ich saß auf meinem Sitz und ging innerlich mit, indem ich versuchte, mit ihm die Worte zu formen. Ich kann nicht gut sprechen, sagte er. Aber Gott wirkt bei meinen Predigten, setzte er fort, weil ich weiß, dass Gott einen Menschen benutzt, der keine sprachlichen Fähigkeiten hat. So bin ich total auf ihn angewiesen. Und dadurch bekommt nur er die ganze Ehre. Nun, dies war ein neuer Gesichtspunkt. So etwas hatte mir bisher noch kein Redner gesagt. Dann stellte ich etwas fest. Jedes Mal, wenn er stark mit dem Herrn verbunden war, lief es besser. Wenn ich den Faden zu Gott verliere, fange ich wieder mehr an zu stottern, bestätigte der Redner. In anderen Worten, je abhängiger er von Gott war, desto besser lief es. Trotzdem war diese Konferenz eine der besten, die ich je erlebt hatte. Die Gegenwart Gottes war spürbar gegenwärtig. Was war passiert? Gott ehrt unsere Abhängigkeit von ihm, niemals aber unsere Unabhängigkeit. Darin liegt auch für uns eine wichtige Erkenntnis. Je mehr wir lernen, abhängig von Gott zu werden, desto mehr wird er uns benutzen. Je mehr wir uns etwas auf unsere eigenen Fähigkeiten einbilden, desto mehr distanziert er sich von uns und sagt uns dann, du meinst ja, du schaffst es selbst, also lasse ich dich alleine arbeiten. Gottes Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark, schreibt der Apostel Paulus dazu. Bemerkst du, dass Paulus sich über seine Schwachheiten rühmen möchte? Ist dies denn nicht etwas absurd? Sollten wir dann nicht unsere Stärken hervorheben? Wird das nicht von uns in der Welt erwartet? Betonen Sie Ihre Stärken, sonst kommt man nicht weit im Leben, würden uns die meisten sagen. Stelle dir vor, du hast ein Vorstellungsgespräch und du würdest deinem zukünftigen Arbeitnehmer deine Schwächen erzählen. Wissen Sie, ich bin manchmal sehr unordentlich und vergesslich. Außerdem bin ich öfters unpünktlich. In der Arbeitswelt würde man dir nach dem Gespräch sehr wahrscheinlich sagen, wir rufen sie an, wenn wir sie brauchen. Und du wüsstest genau, dass man dich nicht anrufen würde. Bei Gott aber läuft es gerade umgekehrt.
Du darfst ein schlechtes Interview mit ihm haben. Er würde es sogar als positiv bezeichnen, wenn du deine Schwächen zugibst. Er sagt, wenn wir uns schwach fühlen und unsere Schwäche auch zugeben, dann hat er, Gott, die Gelegenheit, seine Kraft und Stärke an uns zu zeigen. Er will also seine Kraft und Stärke durch unsere Schwäche demonstrieren. In einer anderen Bibelübersetzung lesen wir, denn gerade wenn du schwach bist, kann sich meine Kraft, also Gottes Kraft, an dir besonders zeigen. Dann nämlich wirkt die Kraft Christi in mir, denn ich weiß, gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark durch Christus. Da haben wir es. Unsere Schwäche kann zu einem Segen werden, aber nur dann, wenn wir Gott in uns wirken lassen. Wenn du einmal mit Krebs zu kämpfen hattest, dann kannst du durch deine Krankheit Verständnis anderen gegenüber aufbringen, die gerade Ähnliches erleiden müssen. Wenn du eine zerbrochene Beziehung hinter dir hast, dann wirst du Einfühlungsvermögen gegenüber dem zeigen können, der auch so eine Krise bewältigen muss. Jemand, der schulische Probleme hatte, kann den anderen, der zwischen einer 4 und 5 steht, besser verstehen und ihm Trost spenden. Unsere Schwäche kann zu unserer Stärke werden, wenn wir bereit sind, dass dadurch Gottes Kraft besser in uns zum Ausdruck kommt. In der Bibel gibt es viele Beispiele, wie Gott Menschen benutzte, die mit Charakterschwächen zu kämpfen hatten. Da gab es Moses. Er war ein Hitzkopf und erschlug einen Ägypter. Anstatt zu dem Felsen zu sprechen, damit Wasser aus ihm herausfließe, so hatte es Gott ihm befohlen, schlug Moses auf den Felsen aus lauter Verärgerung. Schließlich, als Moses von Gott die 10 Gebote erhalten hatte und vom Berg heruntergestiegen war, zerbrach er wütend die Geburtstafeln, weil sich sein Volk einen Götzen aus Gold gebaut hatte und diesen anbetete. Trotzdem bezeichnete Gott Moses als den demütigsten Menschen auf Erden. Ein scheinbarer Widerspruch. König David beging Ehebruch. Er sah eine sehr attraktive Frau, Bathseba, und begann sie sexuell zu begehren. Für David gab es nur ein Problem. Sie war schon verheiratet, also ließ er ihren Ehegatten in den Tod gehen. Unsere Gerichte heute würden David wegen Mord verurteilen. Erstaunlicherweise sieht Gott aber in David einen Mann nach seinem Herzen. Wie war dies möglich? Wie konnte Gott nur so einen hinterlistigen Mörder noch gebrauchen? Der Evangelist Johannes wurde der Apostel der Liebe genannt, obwohl er zuvor als Sohn des Donners charakterisiert wurde. Was geschah? Was war geschehen, dass Johannes zum innersten Kreis unseres Herrn erhoben wurde? Sohn des Donners beschreibt alles andere als einen liebevollen Menschen.
Und dann kennen wir ja noch die Geschichte von Petrus, einen impulsiven und vorlauten Menschen. Heute würden wir ihn wahrscheinlich als einen Angeber bezeichnen. Er leugnete dreimal seine Nachfolge zu Christus, obwohl er davor so große Sprüche abgelassen hatte. Jesus aber sah in ihm einen geistlichen Felsen. Die Liste geht weiter und weiter. Was war vorgefallen? Sieht Gott etwas, was wir nicht sehen? Dies waren alles Menschen, die alles andere als Vorbilder waren. Ein Mörder und Hetzkopf wird zum demütigsten Menschen. Einer, der Ehebruch und Mord beging, wird zu einem Mann nach Gottes Herzen. Raue, robuste und vorlaute Männer werden zu liebevollen und fundierten Männern des Glaubens. Und der springende Punkt dabei ist dieser. Wenn Gott in diesen Menschen ein großes Potenzial gesehen hat, trotz ihrer Charakterschwächen, dann kann er auch uns verändern. Dies sollte uns allen Mut machen. Wenn Gott diese Menschen aus der Bibel verändert hat, dann muss es doch auch für dich und mich noch eine Hoffnung geben. Dann gibt es aber eine Bedingung dafür. Und sie ist zum Glück auch für dich und mich machbar. Jede dieser Personen hatte nämlich etwas erkannt. Ich bin schwach, aber Gottes Kraft zeigt sich in meiner Schwachheit, wenn ich bereit bin. Und das ist der springende Punkt. Ich muss bereit sein, dass er in mir wirkt. Die Bedingung für Gottes Wirken in meiner Schwachheit ist, willig zu sein, meine Schwäche zuzugeben und Gott bitten, dass er gerade deswegen durch mich wirken kann, damit er daraus die Ehre erhält. Was ist deine Schwäche, mit der du immer wieder zu kämpfen hast? Vielleicht denkst du, ich kann mir kaum vorstellen, dass Gott mich verwenden kann. Du liest dies gerade in einem Buch und denkst, das sind zwar schöne Geschichten aus der Bibel, aber mit meinen Charakterschwächen wird Gott nicht so schnell fertig. Aber weißt du was? Deine Schwäche wird kaum etwas Schlimmeres sein, als es bei diesen Menschen aus der Bibel der Fall war. Gott wirkt durch sie, er kann es auch durch dich tun. Die einzige Bedingung ist, diese Schwächen in Gottes Hände zu legen. Sinne nochmals über diese Verheißung aus der Bibel nach und setze deinen Namen dabei ein. Gottes Gnade genügt mir, denn Gottes Kraft kommt in meiner Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark durch Christus, der mir Kraft gibt. Ein guter Freund von mir sprach mich einmal nach einer Predigt an. Mike, sagte er, das war wirklich gut und sehr gesalbt, was du heute gepredigt hast. Ich kenne dich gut, setzte er fort, und ich weiß, dass dies gar nicht alles von dir stammen kann. Das kann nur Gott gewesen sein, der in dir gewirkt hat. Und wissen Sie was?
Ich war überhaupt nicht eingeschnappt über das, was er gesagt hatte. Ich erkenne, dass Gottes Geist nur dann in mir wirken kann, wenn ich wirklich abhängig von ihm geworden bin. Ein Töpfer versucht, eine Schale herzustellen. Es gelang ihm aber nicht so, wie er es sich vorgestellt hatte. Und er war sehr frustriert. Sein Meister hatte dies bemerkt, kam zu ihm und sagte: „Komm, ich helfe dir dabei." Dann legte er seine Hände um die des Töpfers. Die Schale wurde wunderschön. „Das hast du sehr gut gemacht", lobte der Meister den Töpfer. „Aber ich habe doch gar nichts selbst getan", erwiderte der Töpfer. „Wirklich nicht?", fragte der Meister und lächelte. „Schau dir noch einmal deine Hände an. Siehst du den Ton an deinen Händen? Dann hast du die Schale auch selbst hergestellt." Auch uns ergeht es so, wenn wir bereit sind, dass unser himmlischer Vater seine Hände um unser Leben legen kann. Bringe deine Schwächen Gott hin. Er wird diese benutzen für seine Ehre. Er tat es mit Moses, David, Petrus und Johannes. Sie alle waren schwach, aber sie hatten erkannt: „Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark." Warum sollte er es also nicht auch mit dir tun? Praktische Anwendung. In welchem Bereich deines Lebens scheinst du immer wieder zu versagen, obwohl du vielleicht diese Sache schon oft zum Herrn gebracht hast? Sage zum Herrn: „Herr, ich schaffe es nicht allein. Ich benötige deine übernatürliche Hilfe." Welche großen menschlichen Krisen hast du bewältigen müssen? Ist es möglich, dass deine Vergangenheit ein Sprungbrett sein könnte, womit du anderen dienen kannst?